Nachdem bereits die ersten Spoiler zum Kapitel 1082 aufgetaucht sind, macht uns Gosho mit den Detektiv Conan Hints nochmal heiß. Warum, weshalb, wieso, wie immer für euch nach dem Intro. Komm mal vor, Leute, was geht ab? Ich begrüße euch alle ganz herzlich zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Heute geht es mal wieder um Detektiv Conan Hints. Ihr wisst, wie es läuft. Brandfrisch, wie immer, kommuniziert Gosho über das Spiel Animal Crossing mit uns. Was gibt's hier zu sagen? Unter anderem hat er den Namen des nächsten Falls bekannt gegeben, beziehungsweise des nächsten Kapitels 1082. Und zwar ist das grob übersetzt die Präfekturgrenze. Wie ich euch schon im Spoiler-Video hier oben verlinkt gesagt habe, befinden wir uns hier an der Grenze von Nagano beziehungsweise Gunma. Deshalb kriegen wir auch Polizisten wie zum Beispiel Yamamura, der ja eigentlich in Gunma zuständig ist. Und auf der anderen Seite Nagano haben wir halt Yamato, Yui und natürlich ganz wichtig Kome. Wir wissen auch, dass Yamamura am Gesicht von Kome eine Ähnlichkeit feststellen konnten zu einem damaligen Kindheitsfreund, mit dem er damals Käfer gesammelt hat. Und dort haben wir auch die Silhouette von Hiromitsu bzw. dem Bruder von Kome, besser gesagt Scotch, gesehen. Ja? Und Gosho hat hier nochmal eine Aussage getroffen in Detective Conan Hints, und zwar: Can you call this the co-starring of my dreams? Ja, das heißt also, entweder es ist der pure Sarkasmus oder es ist wirklich die Besetzung bzw. die beste Co-Besetzung, die er sich wünschen kann. Und wenn wir so darüber überlegen, okay, wir haben zwar in den letzten Fällen haben wir WPS gehabt, natürlich so im Vordergrund. Ja, jeder WPS-Typ hatte irgendwie so seine Background-Story, seinen Highlight-Moment, aber irgendwie ist es quasi in diesem Kanon nicht wirklich vorwärts gekommen, sondern wir haben quasi immer Hintergrundinformationen bekommen, die Charaktere beleuchten. Aber die Frage, die ich mir jetzt stelle, passiert das jetzt wieder in Bezug jetzt auf Hiromitsu oder passiert wirklich noch etwas Krasses? Und ich sage euch, warum ich glaube, dass in diesem Fall, der ja mit Kapitel 1082 anfängt, etwas Krasses passieren muss. Nicht nur, dass wir wieder was über Hiromitsu erfahren, aka Scotch, denn wenn wir das Ganze mal so über den Haufen brechen, ist Scotch derjenige von der ganzen Truppe, abgesehen natürlich von Bourbon, der am ehesten im Kanon verwickelt ist, weil er etwas quasi mit der schwarzen Organisation zu tun hat. Wisst ihr, was ich meine? Als Scotch, die Blutfehde, die ja Bourbon auf Shuichi hatte, weil er dachte, dass Shuichi ihn damals umgebracht hat, also Scotch. Das ist ja elementar wichtig für die Story. Und darüber hinaus glaube ich auch, weil Kome involviert ist. Ja? Kome ist ja der Bruder von Scotch. Und Kome ist ja immer noch involviert und möchte herausfinden, was mit seinem Bruder passiert ist. Er weiß, dass er gestorben ist, er weiß aber nicht, wieso, weshalb, warum und wer daran beteiligt ist. Und ich glaube, diese Komponente macht das Ganze wieder heiß. Denn wenn wir uns an den Kirchenfall erinnern, war ja auch im letzten Moment Kome da. Die haben ja dann sich die ganze Zeit unterhalten, aber halt nur online-mäßig, beziehungsweise übers Telefon. Und dann ist Kome aufgetaucht und hat quasi so diese Stimmung, wo ja unter anderem auch Wakita, aka Rum, da war. Und dann hat er die ganze Stimmung so ein bisschen gekippt und auch immer Anspielung gemacht und immer wieder den Satz Time is Money wiederholt. Was extrem wichtig war und krass war, das war ein Statement, es hat einfach diese gesamte Stimmung dieses Naganos-Falls so exquisit gemacht, es ist unglaublich. Und aus diesen Gründen denke ich, dass dieser Fall anders sein wird. Und natürlich auch, weil Gosho quasi die gesamten Detektiv Conan Hints dazu genutzt hat, um uns das mitzuteilen. Er hat ja auch noch gesagt, dass wir warten sollen und dass wir gespannt warten sollen auf den WPS-Anime. Wie ich ja bereits schon oft erwähnt habe, der kommt halt im Dezember raus, die erste Episode. Da werdet ihr auf jeden Fall dann auch, wenn es soweit ist, eine Review kriegen. Ich hoffe, diese Hints haben euch gefallen. Was haltet ihr davon? Glaubt ihr, der Fall wird interessanter, spannender wären für euch, ist ja immer eine subjektive Sache, als die anderen, oder denkt ihr, dass es halt wieder nur so ein normaler WPS-Fall sein wird? Würde mich auf jeden Fall mal spannend und brennend interessieren. Was haltet ihr davon? Bis zum nächsten Mal, euer Kaido Akai.